Hallo meine Lieben, guten Tag, Salam Aleikum, willkommen auf ein neues Video. Und diesmal geht es um eine ganz schöne Kartenlegung. Ich fange an mit die Engel. Ich fange an mit einer Affirmation und hier steht Abenteuer. Das Leben ist ein Abenteuer. Sei bereit für das Unerwartete und mache das Beste aus allen Chancen, die sich dir bieten. Die Engelweisheit rät dir jetzt, dich von alten Gewohnheiten und aus eingefahrenen Gleisen zu befreien, in denen du festgefahren bist. Tu einmal etwas ganz anderes und betrachte das Leben mit ehrfürchtigem Staunen. Wenn der Weg vor dir im Dunkel zu liegen scheint, dann erforsche dieses dunkle Terrain. Bitte die Engel, deinen Weg zu erhellen, und halte Ausschau nach Zeichen und Signalen, die dir verraten, wohin du gehen und was du tun sollst. Erforsche alles Neue mutig und voller Begeisterung. Mit dieser Haltung wirst du Geld und berufliche Chancen magnetisch anziehen und auch in dein Beziehungsleben wird mehr Schwung kommen. Die Engel inspirieren dich jetzt dazu, vorwärts zu gehen und allem, was kommt, mit Hoffnung und freudiger Erwartung entgegenzusehen. Affirmation: Ich sehe dem Abenteuer des Lebens voller Spannung entgegen. Also, alles gut bis zur Hoffnung. Hoffnung bedeutet halbes Vertrauen. 50-50. Man hofft, aber man denkt auch, okay, man ist nicht sicher. Du musst sicher sein, dass du, wenn du vorwärts gehst, alles bekommst. Und komischerweise, ne, komischerweise nicht. heute, ich habe ein Ritual gefilmt, heute früh, was genau in dieser Zusammenhang mit der Karte ist, vor allem die Chancen und den Wunsch, was willst du, wenn du jetzt nicht weißt, wohin diese gelbe und das Lichtritual und die gelbe Kerze und das gelbe Energie bringt dir natürlich mit diesem Ritual diese Chance, wovon hier gesprochen ist, damit du siehst, damit du magst das Beste aus allen Chancen. Weil die Engel gibt dir die Chance, gibt dir die Manifestation, damit du das hinkriegst, auf jeden Fall. Du wirst das sehen. Jetzt machen wir eine Legung, was nur Liebe angeht und nichts anderes. Und wir schauen mal, wie du stehst. Okay. Hier gibt es ein Sabotage. Sehr sehr viel
Wut, Traurigkeit, aber auch Unsicherheit. Ich sehe eine Frau, die sich Sorgen macht um die Zukunft der Beziehung nach einer Pause mit vielen Erinnerungen oder einem Ende, obwohl Gefühle sind da. Es wird eine Überraschung geben, vielleicht von Engel. Zuerst, du erwartest irgendwelche Nachrichten oder einen Anruf. Für viele ist das heute schon angekommen. Für viele kommen heute noch. Und es geht um einen neuen Anfang oder eine neue Beziehung, was dich wirklich überrascht. Also das ist unerwartet für die Zukunft. Also die Zukunftskarte ist sowieso also unerwartet. Vielleicht ohne Wörter wird was passieren. Einfach ohne was vorzubereiten oder etwas zu schreiben. Diese Unsicherheitssache, was du jetzt fühlst, geht vorbei. Heute. Aber es gibt Lügen da. Es gibt jemand, der nicht ernst mit dir meint. Deswegen nimm dir Urlaub, nimm dir Abstand von dieser Person. Wenn ich hier sehe, neue Liebe und Honeymoon bringt mich auf die Gedanken zu sagen, ja, es wird alles gut sein. Was mir aber nicht gefällt, ist die Karte. Da ist etwas nicht okay. Und warum? Ja, die Person ist Narzissist. Someone is too full of himself, themselves. Es ist keine schlechte Energie hier, selbst wenn jemand so übertreibt oder etwas viel zeigen und dir bekannt machen, was nicht so wirklich ist, aber im Endeffekt, weil hier sind auch auf die Seite sind die Secrets-Karte. Vielleicht sagt, ja, guck mal, das ist so und so und so und so und so und so und so passiert, aber eigentlich ist das eine Sabotage, genauso wie die Karte. Und
Deine Energie ist sowieso Unsicherheit. Aber auch Verständnis. Du musst dich an die Stelle dieser Person tun und dann verstehst du besser. Wenn du keine Person hast, das heißt, dir fällt jetzt schwer, etwas neu anzufangen, weil du noch in deiner Vergangenheit lebst, in viele Erinnerungen. Und dann, du musst dir Abstand nehmen, du musst mit deiner Vergangenheit abschließen, sonst lügst du dich selber und haust du ab oder entfernst dich oder willst nicht sehen, nicht die Augen aufmachen auf das, was wirklich jetzt im Präsent, in Gegenwart ist. Aber wie auch immer, die Tendenz ist gut, weil die Gefühle stimmen. Das ist das Wichtigste. Und jetzt ich ziehe den Secret Gate Cards. Ich fange schon mal an mit den Dualseelen. Engel der inneren Einkehr, der sagt, ordne deine Gedanken, komm zur Ruhe. Und was soll ich jetzt ändern? Was soll ich jetzt noch zeigen? Orgonitkreuz, Aura, Chakra, Blockaden, Karma. Ja, da und. Es ist so, wie ich gesagt habe, in die andere Legung. Und es gibt wirklich keinen Zufall, es gibt nur Resonanz. Ein sehr feuriger Mann und eine liebevolle Frau. Eigentlich sollte das hier die Frau sein und hier der Mann. Das heißt, wegen dir, es ist alles so, wie es ist, wenn du unzufrieden bist. Und die Situation ist jetzt Camouflage und gucken, was passiert. Ohne etwas zu tun, wird auch nichts geben. Egal wie optimistisch und positiv man ist. Und immer wieder kommt diese Karte mit die Karma. Karma zahlt jetzt auch Länder, nicht nur Menschen, ja? Also es ist so, dass man wirklich überall etwas mit Gott und Universum und Abrechnungen zu tun hat. Ob das jetzt Energie, Lebenslage, Gesundheit, Geld, alles, was man jetzt verliert oder an Menschen, liegt eigentlich an dieser Karma von früher, von Vorfahren. Aber auch Blockade, die man sich in diesem Leben eingesetzt hat. Quasi du bekommst zurück, was du gegeben hast. Und wenn du dich selber in einer Lage blockiert hast, wie zum Beispiel in die Vergangenheit zu leben, dann kannst du auch nichts Neues im Leben bekommen, wenn du so bleibst. Ich möchte noch eine Karte ziehen für die Tendenz für diese Legung, aber diesmal ich mag die Karte so.
Das Wunscherfüllungsei. Genau, Wunscherfüllungsei, Gedanken und Symbolkraft, so wie die Engel auch gesagt haben. Ja, man muss wirklich vorwärts. Und heute mag den Ritual, was ich gepostet habe. Ich lasse den Link in die Beschreibung, weil hier Vertrauen ins Universum, Wunscherfüllungsenergie ist auf deiner Seite. Mach dich nicht verrückt, alles wird gut. Namaste.